Ein lauter Knall, aufziehender Rauch, Verletzte brechen zusammen. Was hier erschreckend echt wirkt, ist Teil einer Übung, die die Bundes- und Landespolizei gemeinsam mit Feuerwehr und Rettungsdienst durchführte. Terroristen verüben einen Anschlag am Lübecker Hauptbahnhof. Wir können nur hoffen, dass so etwas, was hier geprobt wird, in Realität nie wieder auftaucht oder niemals auftaucht. Aber wenn, dann muss man darauf vorbereitet sein. 700 Beamte der Bundes- und Landespolizei sowie 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst übten ihre Zusammenarbeit im Falle eines terroristischen Anschlages. Wir haben uns in unserer Übungsanlage orientiert daran, an den stattgefundenen Anschlägen in europäischen Städten, aber auch in Deutschland hat es solche Anschläge gegeben und wir haben daraus Sequenzen hier eingebaut. Drei bewaffnete Angreifer stürmen in den Hauptbahnhof und schießen wahllos auf Reisende. Als erstes reagiert eine Streife der Bundespolizei und versucht, die Aufmerksamkeit der Täter von den Reisenden weg auf sich zu ziehen. Bis besser ausgestattete Spezialeinsatzkräfte der Polizei eintreffen und versuchen, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Kern der Übung ist es, die Einsatzkonzepte der Polizei in möglichst realitätsnahen Szenarien zu überprüfen. Polizeischüler aus Eutin spielten zu diesem Zweck die verletzten Opfer. Um ihre Verletzungen realitätsnah aussehen zu lassen, wurden die Polizeischüler unter der Aufsicht der Soldaten vom Kommando Schnelle Eingreiftruppe Sanitätsdienst geschminkt. Jetzt mache ich im Prinzip die ganze Brandwunde mit Latex. Arbeite ich das nochmal ein bisschen auf, dass es für den nächsten Durchgang auch wieder gut aussieht. Das Ganze mache ich mit Taschentüchern, Latexmilch. Und mit Latexmilch und Taschentüchern kriegt man das Ergebnis so gut wie möglich. Sobald die Polizei den Einsatzort gesichert hat und alle Täter außer Gefecht sind, beginnt der Einsatz der Feuerwehr und Rettungsdienste. In einer unübersichtlichen, chaotischen Lage gilt es zunächst unter all den Verletzten, die Schwerstverletzten auszumachen und schnellstmöglich in das nächstliegende Krankenhaus zu bringen. Bis in die frühen Morgenstunden übten die Einsatzkräfte das Szenario, um vorbereitet zu sein für einen Fall, von dem alle Beteiligten hoffen, dass er niemals eintritt.